Weiter geht's. Es ist doch deutlich größer als erwartet. Ist aber nicht schlimm. Gibt's einfach mehr zu sehen, so in der Form. Erstmal müssen wir jetzt hier oben lang die Pfeile wieder. Einen neuen Follower? Was? Wo? Wen? Wen darf ich begrüßen? So. Nabend, Lumpi! Schön, dass du da bist. Und willkommen bei einer Runde Skyrim. Den Lumpi. Ja, dann auch erstmal direkt herzlichen Dank für den Follow. Das ist herzallerliebst. Den Lumpi, alles klar. Wir wollen ja korrekt bleiben hier. Ah, na also. Das ist doch das, was ich gesucht habe. So, gucken wir mal. Wir brauchen dafür goldene Kralle. Bärmotte-Eule. Bärmotte-Eule. Das müsste doch jetzt klappen. Sieht schon mal gut aus. Ich muss mal ganz kurz antworten. Freundin ist im Krankenhaus und schreibt gerade, dass sie jetzt schlafen geht. Da wollte ich nur ganz kurz reagieren. Ich denke mal, das ist verständlich. Komm schon. Geht sofort weiter. Das Problem an dem Handy ist einfach, dass es entsprechend unglaublich langsam reagiert. Und bevor du irgendwie dann ein Wort richtig getippt hast, dauert das halt einfach leider einen kleinen Moment. So, ich bin wieder da. Der Netzkapitän ist auch da. Das ist ja schön. Der Captain ist da. So. Da hinten ist schon das Objekt der Begierde zu sehen. Jetzt nur noch hinkommen, ohne... Das ist schon mal leer. Okay, das hat nicht geklappt. Geht's hier? Sehr gut. Komische Geräusche.
Warum tun sie dies? Quick save. Kann mir nicht vorstellen, dass wir das einfach so überlassen kriegen. Macht. Nee. Ich habe gerade gar keine Frame Drops. Wow. Jetzt geht's das auf der Mütze. So. Ne, also ich habe keine. Oh. Keine Frame Drops jetzt in der letzten Zeit gehabt. Ich hatte ganz am Anfang welche, lag aber eigentlich nur daran, dass ich halt aus dem Spiel getappt bin. Dann habe ich immer kurz einen Frame Drop. Weil er dann natürlich auch die Frames nicht capturen kann. Das ist normal. Bögen bewirken 25% höheren Schaden. Nice. Goldene Halskette. Stab der Raserei. Ich bin so oder so entsprechend massiv voll. Ich muss mal so langsam wirklich in die Stadt gehen. Seit 4 Stunden. Oh, das ist ärgerlich. So. Bam. Tam. Und dann haben wir noch ein bisschen was über. So. Seit 4 Stunden Frame Drops. Das ist fies. Wirklich so richtig komplett merkbar oder in welcher Größenordnung? Mit. Nehmen wir einfach mal alles mit. Wiegt ja nix. Die Frage ist aber auch, was für eine Internetgeschwindigkeit oder was für eine Leitungsgröße hast du denn? Das wäre natürlich auch wichtig zu wissen wegen dem Thema Frame Drop. So, ich glaube. Das ist die Weltkarte. Nee, will ich nicht. Nein, will ich nicht. Entfernen. Wo bin ich? Da bin ich. Das Flusswald. Nee, nee, da bin ich. So. Also runter und dann so ein bisschen nach links. Alles klar. Das kriege ich hin. So. Captain. Du hast auch dein, wie gesagt, du hast auch deinen Stream immer am Sonntag, ne? Wenn ich das soweit richtig im Kopf habe. Sonntag um bis 18 Uhr. So war das. Nicht ab, sondern bis 18 Uhr. Sebastian, hast du auch gestreamt heute? Das sieht krass aus mit dem Mond. Oh. Das war laut, mein Wolf. So.
muss ich noch ein bisschen aufmerksamer werden, wieder. Speichern wir mal. Das mit dem Mond sieht gerade so heftig aus. Guck dir das mal an, ey. So, haben wir hier eine Hütte. Auch wieder verlassen. Ich bin doch nur eine arme alte Frau, Schätzchen. Ihr müsst euch meinetwegen nicht beunruhigen. Halte ich für ein Gerücht. Ich fühle mich hier draußen immer so einsam. So, das war ja kein Stehlen. Da stand... Aha, Keller. So viel zum Thema. Schauen wir mal. Ich habe auch einen Shader installiert bei Minecraft. Also Sepp, werden wir mal gucken, können wir mal gucken, welchen hast du denn installiert gehabt? Na schön, gebt mir eure Wertsachen, sonst nehme ich euch aus wie einen Fisch. Okay. Netter Versuch, aber mir jagt ihr keine Angst ein. Nicht? Ich werde euch nicht noch einmal fragen. Geht nicht fort. Ihr hättet nie herkommen sollen. Ah, okay, ich hab, Boah, ich weiß jetzt gerade nicht, wie der Shader-Mod heißt. Aber definitiv nicht den Zeus-Mod. So. Wenn du dich mit mir anlegen willst, probier es halt, aber... Bedeutet nicht immer, dass du gewinnst. Aber den GLS-Shader-Mod habe ich auch installiert. Ist ja die Grundlage dafür. So. Und schon sind wir da wieder auf dem richtigen Pfad. Wie konnte ich denn nochmal zoomen? Zack! Voll ins rechte Auge. So. Okay. Ich musste bei mir die Sichtweite episch weit runterstellen, dann war das wieder okay. So. Weil das war bei mir auch ein großes Problem, wenn ich das gemacht habe mit dem Shader-Mod. Wenn der zu hoch eingestellt war, dann ist bei mir halt auch nur noch ruckelfest gewesen. Aber seitdem ich die Sichtweite auf 12 Chunks, glaube ich, runtergestellt habe. Oh. Egal. Na okay, wie gesagt, ich musste auf 12 runter, damit das richtig schön läuft. Also ist das halt. Ich habe zurzeit ja auch nicht die epische Grafikkarte auf Doom drin, sonst könnte ich das ja auch ein bisschen schöner spielen. Willkommen in Flusswald. Der Start, die du normalerweise in 5 Minuten erreichst, damit du eben entsprechend schnell aus dem Tutorial raus bist. Und wir haben jetzt dafür gebraucht knapp 4 Stunden. Hm.
Schlüsselhundi. Hoth und Gerdurs Haus. Ich hoffe nicht, dass ihr Ärger sucht. Was kann ich für euch tun? Ich soll mit ihr reden. Neu in Flusswald? Wenn ihr Arbeit sucht, dann schaut doch mal bei Hoth vorbei, in der Mühle. Hier ist der Schlüssel zum Haus. Bleibt so lange, wie ihr wollt. Wenn ihr sonst noch etwas braucht, dann fragt einfach. Das ist ja nett. Ich nehme das, das und das. Der Rest. Es gibt da etwas, was ihr für uns tun könntet. Für uns alle hier. Wenn sich hier ein Drache herumtreibt, muss der Jarl davon erfahren. Flusswald ist völlig schutzlos. Wir müssen Jarl Balgruuf in Weißlauf benachrichtigen. Er soll uns alle verfügbaren Soldaten schicken. Wenn ihr das für mich tun könntet, wäre ich euch sehr verbunden. Das kriegen wir doch sicher hin, dafür, dass ich dir gerade einfach mal so ein bisschen Schmuck und Geschmeide abgenommen habe. Und ich habe ein Texture Pack, aber das habe ich jetzt mit dem Shader noch nicht zusammen genutzt, muss ich ganz ehrlich sagen. So. Ihr habt also einen Drachen gesehen, ja? Sagt, wie sah er denn aus? Fühlt so euch groß wie ein Haus? Ich helfe gerne, wie und wo ich nur kann. Jarl Balgruuf? Ich möchte ja nicht respektlos erscheinen. Schließlich hat er sich in Weißlauf jahrelang als guter Herrscher erwiesen. Aber jetzt scheint er überfordert zu sein. Er versucht, sich aus dem Krieg herauszuhalten, aber das wird nicht mehr lange funktionieren. Er wird sich für eine Seite entscheiden müssen. Ich fürchte, er wird die falsche Wahl treffen. Schauen wir mal. So würde ich das nicht sagen. Aber er und Ulfric sind einander schon seit Jahren Spinnefeind. Und Balgruuf wird sich deshalb wohl leider auf die Seite des Kaiserreichs schlagen. Aber es fällt mir schwer zu glauben, dass Balgruuf statt Ulfric Elisef bevorzugen würde. Natürlich, Ulfric vertritt eine gerechte Sache. Es ist Zeit, dass Himmelsrand die Fesseln des Kaiserreichs abstreift. Das Kaiserreich war für Himmelsrand vielleicht einmal gut, aber diese Zeit ist lange vorbei. Das Verbot der Verehrung von Talos war der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte. Überall Talmor, die Leute verschleppen, nur weil wir unsere eigenen Götter anbeten. Das ist nicht richtig. Ich bin froh, dass Talos hilft, sie von hier zu vertreiben. Wenn ich etwas jünger wäre, hätte ich mich vielleicht sogar selbst in die Schlacht gestürzt. Also gut. Alles klar. Dankeschön. Olaf und der Drache. Wie zu Hause, ja, dann kann ich mich ja hier so, ne? Ja, du willst ins Bett, ich verstehe schon. Du brauchst mich aber nicht so reindrängen. Wenn du mich willst, dann, Ich helfe gerne, wie und wo ich kann. Ne? Das war mir jetzt ein bisschen zu aggressiv. Die Dame. Das Fläschchen wäre gestohlen, aber den Rest darf ich nehmen. Weißt du Bescheid? Ich habe euch doch gesagt, dass meine Schwester uns helfen würde. Ah ja, da ist er ja. Ihr habt also einen Drachen gesehen, ja? Sagt, wie sah er denn aus? Ja, toll. Toll, toll sah der aus. Sehr, sehr toll. Jetzt muss ich nach Weißlauf. Ich würde sagen, das machen wir sogar. Weil ich dann da mich auch um das erste Mal so ein richtig, in Anführungszeichen, so ein Quest hab. Wobei, nein, ich möchte hier noch ein bisschen rumdümpeln.
hier ist doch auch irgendwo eine Schmiede, die ich dann wahrscheinlich jetzt einfach nachts nutzen kann. Hier im Flusswald bekommen wir nicht jeden Tag Besuch. Darf ich eure Schmiede besuchen? Wenn ihr über das nötige Geschick verfügt. Noch nicht, aber das kriege ich hin. Okay. Ich will hier nichts stehlen. Wer ist das denn? Da ist der Schleifstein, alles klar. Alter Nordbogen, den möchte ich gerne als Fein herstellen. Das ist eine ordentliche Waffe, die ihr da geschaffen habt. Fehlt mir das Geschick. Und dafür fehlt mir der Stahlbarren. Aber das kann ich bestimmt herstellen. Dafür brauche ich, glaube ich, diese Hochöfen, ne? Hat der hier irgendwo einen? Lass mich durch, ey. Nein. Nicht aus Versehen was klauen. Das wäre ungut. Hier ist noch was zum Gerben. Aber es gibt nichts, wo ich hier was einschmelzen kann. Zumindest müsste ich jetzt den feinen Bogen haben. Das ist schon mal viel wert. Dann gehen wir doch einfach mal in die Taverne. Das ist sie nicht, das müsste die hier sein. Was auch immer da draufsteht. Sleeping Giant, also scheinbar. Dieses Lied hier ist besonders beliebt. Es ist eines der